Hirnlose Vandalen hatten in der Nacht einen Großeinsatz der Nordhäuser Feuerwehren ausgelöst. Betroffen war der untere Bereich des Taschenberges ab der Einmündung der Neustadtstraße. 30 Männer der Berufsfeuerwehr waren seit 1.15 Uhr im Einsatz, um eine gefährliche Flüssigkeit unschädlich zu machen. Einsatzleiter Bernd Recknagel schildert für die NNZ die zurückliegenden Stunden. In dieser Nacht wurde von einem offenen LKW mehrere Behälter entwendet, die mit einer Harzlösung gefüllt waren. Die unbekannten Täter haben diese Harzlösung auf PKWs geschüttet und den Rest hier am Taschenberg auf die Straße geschüttet. Das ist eine sehr stark ätzende Flüssigkeit. Vorsorglich wurden die Einsatzkräfte, die es betroffen hat, 5 Stück, durch den Notarzt untersucht und 4 Mann sind zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort werden sie 48 Stunden beobachtet. Unsere Kollegen der Berufsfeuerwehr sind hier dabei und säubern die Straße mit Unterstützung des SSB Nordhausen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nordhausen waren ebenfalls mit im Einsatz und gewährleisten gegenwärtig die Einsatzbereitschaft für die Stadt.